Lektion 106. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Wenn du das Ego-Stimme weglegst, wie laut sie scheinbar auch rufen mag, wenn du seine unbedeutenden Gaben nicht akzeptierst, die dir nichts geben, was du wirklich willst, wenn du offenen Geistes zuhörst, der dir nicht sagte, was Erlösung ist, dann wirst du der Wahrheit mächtige Stimme hören. Ruhig in ihrer Macht, stark in der Stille und in ihren Botschaften ganz sicher. Horch und höre deinen Vater zu dir sprechen durch die Stimme, die er bestimmt hat und die den Donner des Bedeutungslosen zum Verstummen bringt und denen, die nicht sehen können, den Weg zum Frieden zeigt. Sei heute still und höre auf die Wahrheit. Lass dich nicht durch die Stimmen von Toten täuschen, die dir sagen, dass sie die Quelle des Lebens fanden und sie dir anbieten, damit du daran glaubest. Achte nicht auf sie, sondern höre auf die Wahrheit. Habe heute keine Angst, die Stimmen der Welt zu übergehen. Geh leichtfüßig in ihrer bedeutungslosen Überredungskunst vorbei. Höre nicht auf sie. Sei heute still und höre auf die Wahrheit. Geh an allem vorbei, was nicht von ihm spricht, der dein Glück in seiner Hand hält, die er dir in Willkommen und in Liebe entgegenstreckt. Höre heute nur ihn und zögere nicht länger, ihn zu erreichen. Hör heute nur die eine Stimme. Heute wird das Versprechen von Gottes Wort erfüllt. Horch und sei still. Er möchte zu dir sprechen. Er kommt mit Wundern, die tausendmal glückverheißender und wunderbarer sind als die, von denen du je geträumt oder die du in deinen Träumen dir gewünscht hast. Seine Wunder sind wahr. Sie werden nicht verblassen, wenn das Träumen aufhört. Stattdessen machen sie dem Traum ein Ende und dauern ewig an, denn sie kommen von Gott zu seinem lieben Sohn und dessen anderer Name du bist. Bereite dich heute auf Wunder vor. Lass deinen Vater heute sein altes Versprechen dir und deinen Brüdern gegenüber einlösen. Höre ihn heute und horch auf das Wort, das den Schleier lüftet, der über der Erde liegt und alle weckt, die schlafen und nicht sehen können. Gott ruft sie durch dich an. Er braucht deine Stimme, um zu ihnen zu sprechen. Denn wer könnte den Sohn Gottes erreichen, wenn nicht sein Vater, der durch dein Selbst ruft? Höre ihn heute und biete ihm deine Stimme an, um zu all den vielen zu sprechen, die warten, um das Wort zu hören, das er heute sprechen wird. Sei bereit für die Erlösung. Sie ist da und wird dir heute geschenkt. Und du wirst deine Funktion von dem einen, der sie in deines Vaters Namen für dich wählte, erlernen. Horche heute und du wirst eine Stimme hören, die durch dich in alle Welt erscheinen wird. Für den Bringer aller Wunder ist es nötig, dass du die Gaben zuerst empfängst und so zum frohen Geber dessen wirst, was du empfangen hast. Und das ist der Anfang der Erlösung und ihr Ende. Wenn alles dein ist und alles verschenkt ist, wird es auf ewig bei dir bleiben und die Lektion ist gelernt. Heute üben wir Geben, nicht auf die Weise, wie du es jetzt verstehst, sondern so, wie es ist. Die Übungen jede Stunde sollten mit dieser Bitte um deine Erleuchtung beginnen. Ich will still sein und auf die Wahrheit hören. Was heißt es zu geben und zu empfangen? Frage und erwarte eine Antwort. Deine Bitte ist eine, deren Antwort schon seit langem darauf wartet, von dir empfangen zu werden. Mit ihr beginnt der Gottesdienst, für den du kamst und der die Welt befreien wird vom Denken, geben sei eine Weise des Verlierens. Und damit wird die Welt bereit, zu verstehen und zu empfangen. Sei still und horche heute auf die Wahrheit. Für jede 5 Minuten, die du mit Horchen verbringst, öffnen 1000 Geister sich der Wahrheit und sie werden das heilige Wort hören, das du hörst. Und wenn die Stunde um ist, wirst du erneut weitere 1000 befreien, die innehalten, um zu bitten, dass die Wahrheit ihnen mit dir zugleich gegeben werde. Heute wird das heilige Wort Gottes dadurch erfüllt, dass du es empfängst, um es zu schenken, damit du die Welt lehren kannst, was Schenken bedeutet, indem du horchst und es von ihm erlernst. Vergiss heute nicht deine Entscheidung, das Wort zu hören und zu empfangen, durch folgende Gedächtnisstütze zu verstärken, die du dir selbst so oft wie möglich heute gibst. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Heute bin ich Gottes Bote. Meine Stimme ist die Seine, um zu geben, was ich empfange.